36 Volt versus 48 Volt. Welches E-Bike ist besser? Darum geht's heute. Je höher die Spannung bei gleicher Leistungsabfrage ist, umso geringer ist der Strom, der fließt. Das heißt, verdopple ich die Spannung, halbiere ich den Strom. Bei Hochspannungsleitungen, wenn Elektrizität einen langen Weg hinter sich bringen muss, dann transformiert man die Spannung extra sehr hoch, um den Strom zu minimieren und um den Wärmeverlust deutlich zu senken. Beim E-Bike und Pedelec ist es so, dass die Wege, wie der Strom da fließt, sehr kurz sind und ich der Meinung bin, dass bei gleichen Gegebenheiten die 48 Volt Kombination keinen nennenswerten Reichweitenunterschied hat. Das heißt, das 48 Volt E-Bike wird bei gleichen Wattstunden vielleicht 1, 2 oder 3% mehr Reichweite haben. Viel größere Einflussfaktoren sind nämlich die Akkukapazität in Wattstunden, habe ich hier in einem anderen Video auch schon etwas zu gesagt. Moderne E-Bikes und Pedelecs werden mittlerweile mit 48 Volt Motoren und 48 Volt Akkus verbaut, was an für sich besser ist, aber nicht in der Relation zu dem Preis steht. Das heißt, man zahlt für ein 48 Volt E-Bike deutlich mehr als für das gleiche 36 Volt E-Bike oder Pedelec. Theoretisch kann man aus einem 48 Volt E-Bike mehr Leistung rausholen. Ich habe auch schon mal einen 1500 Watt Motor im E-Bike verbaut. Da brauchte ich aber auch einen 48 Volt Akku. Wichtig ist, wie ich in einem anderen Video schon erklärt habe, dass der Motor und der Akku die gleiche Nennspannung haben. Beim Pedelec mit 250 Watt Nennleistung, was in den meisten Fällen so circa 500 Watt Maximalleistung hat, was ich auch in einem anderen Video schon erklärt habe, da spielt es keine große Rolle, ob das jetzt aus einem 36 Volt oder 48 Volt Motor und Akku kommt. Das Fazit lautet also von mir, ich würde immer ein 36 Volt E-Bike bevorzugen, weil es preislich einfach deutlich günstiger ist. Jetzt wird das 48 Volt E-Bike gehypt, was den Preis natürlich unverhältnismäßig in die Höhe treibt. Und wenn du nicht gerade das Neueste vom Neuesten haben musst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall immer ein E-Bike oder Pedelec mit 36 Volt zu holen. Auf meinem Kanal findest du noch viel mehr Videos zum Thema E-Bike und Pedelec, und wenn du bestimmte Fragen hast, kannst du die mir gerne stellen und ich werde darüber Videos drehen.